Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen im Kronehit WM-Studio zu diesem WM-Dienstag, der einiges zu bieten hat. Nicht nur irgendwelche zwei Achtelfinalspiele, sondern zwei ganz besondere. Und dafür habe ich auch zwei besondere Experten. Felix Gasselich, Kultkicker von Ajax Amsterdam und viele, viele Spiele für die Austria gemacht. Und Max Schmiedl, wird dein Verein nochmal heißen, Max, wo du gespielt hast? Lokomotive Hörndlwald. Lokomotive Hörndlwald. Hörndlwald kenne ich. Ja? Da habe ich früher privat umgespielt, ja. Also Lok Hörndlwald und Ajax Amsterdam. Die zwei Größen des europäischen Fußballs. Haben wir hier heute bei uns im Studio sitzen. Schweden gegen die Schweiz um 16 Uhr, damit startet heute alles. Die Schwedenbomben habe ich gern gegessen. Ja. Nimetz. Versteckte Werbung. Gibt es das noch? Gibt es noch, ja. Gibt's in Wiener Neudorf. Sehr gut. Ganz neu. Nein. Schweden-Schweiz, sehr harter Kampf. Unentschieden. Sicher? Ja, ich glaube auch, ja. Bin ich mit dem Max d'accord. Schätze, unentschieden. 1:1, Elfmeterschießen. Ui. So wie Sonntag. Und gutes Match oder nicht gutes Match? Puh, sehr hart, sehr defensiv. Obwohl die Schweizer, glaube ich, die besseren Fußballer haben als wie die Schweden, aber Schweden hat überzeugt gegen Mexiko. Also es wird da ein Kampf auf Biegen und Brechen. Auch gegen Deutschland haben sie sehr brav gespielt. Haben sie auch sehr gut gespielt, ja. Ja, schwierig. Also Schweden, Schweiz, würde ich auch nur unentschieden, kann man gar nichts sagen, weil das ist so ein bisschen neutralisiert. Ja, aber so unentschieden. Neutralisiert sich die Partie, ja. Da sind wir auf derselben Wellenlänge. Ja, ihr wollt euch hier raushalten, ihr wollt euch nicht so aus dem Fenster lehnen. Das nächste Spiel, Tunesien. Also, ich glaube, die Schweizer gewinnen das relativ glatt. 2-0. Wirklich? Ja, bist du überzeugt? Ja. Die haben die besseren Tricksler in der Mannschaft. Ja, aber die, bei den Schweden fehlt mir dieses extrem hart. Eishockeymäßig schon. Sind eine ganz harte Nuss. Ja. Die Schweden. Ganz hart. Schweden gegen die Schweiz, also die 16-Uhr-Partie, das erste Match des heutigen Tages. Eine Frage noch an euch. Was glaubt ihr, macht Zlatan Ibrahimovic heute um 16 Uhr? Er schaut sicher nicht zu. Nicht, gell? Nein, hätte ich auch schaut gesagt, sicher nicht zu. Der ist sauer auf den Trainer. Ich habe da einen Artikel gelesen. Und für ihn ist es noch immer unbegreiflich, dass er nicht dabei ist bei dieser Weltmeisterschaft. Also er wäre gern dabei gewesen, hätte wahrscheinlich auch die Klasse, dass er bei Schweden noch immer spielt. Glaube also ich auch. Aber der Trainer hat gesagt, ich halte ja an meiner Mannschaft fest, die das geschafft hat, ist auch zu verstehen. Max, Zlatan Ibrahimovic haltet er heute zu Schweden oder zu der Schweiz? Nein, ich glaube nicht, dass er zur Schweiz hält. Ich glaube schon, dass er zur Schweiz wirklich? Hält. Wirklich? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er im Herzen ein Schwede ist. Die Schweden sind noch immer die Schweden. Und ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass er zur Schweiz hält. Aber gut, Zlatko Ibrahimovic, also ich kenne wirklich Ibrahimovic. Ich kenne wirklich sehr viele Leute aus dem Profibereich, aber Ibrahimovic habe ich noch nicht einmal getroffen persönlich. Nicht? Nein, keine Chance. Nein. Nicht mal ein paar WhatsApp-Nachrichten? Nichts. Mit welchen Schweden hast du viel Kontakt? Mit welchen Schweden? Schweden habe ich gar keine. Mats Wilander kenne ich so gut. Sehr gut, also Tennisspieler. Ja. Das ist eine andere Geschichte, ein anderer Sport. Aber in Schweden hast du gelebt ein paar Jahre? Nein, habe ich auch nicht gelebt. IKEA hat aber in der Schweiz aber, oder? IKEA kenne ich, ja. In der Schweiz habe ich auch nicht gelebt. Nein, in der Schweiz auch nicht. Kennst du auch niemanden? Nein, kenne ich auch nicht. Das ist ja vielleicht Enttäuschung jetzt. Also dein Herz ist einfach bei dieser Partie gar nicht mit dabei. Nein, überhaupt nicht. Ich würde es wahrscheinlich eher... Nein, ich muss mal eigentlich willst du mit dem Match gar nichts zu tun ja, haben, so wenn es geht. Ja, ich möchte schon weiter. Okay, dann gehen wir weiter. Kolumbien-England, natürlich ja, der Kracher heute. Felix, wer gewinnt? Puh. Sollte James spielen, glaube ich, dass heute Kolumbien gewinnt. Wirklich? Sollte er nicht spielen oder nicht fit sein, glaube ich, wird England gewinnen. Weil James ist, glaube ich, genau der Unterschied, den es ausmacht, dass Kolumbien um diese 50% stärker ist als ohne ihn. Und die Engländer haben einen Top-Stürmer. Wir haben eh gerade vorgesprochen, man braucht unbedingt bei dieser Weltmeisterschaft einen Top-Stürmer. Und Kane ist einer davon. Max, jetzt kannst du mich nicht am falschen Fuß erwischen. Ich weiß, dass du lange in Kolumbien gelebt hast. Ja. Das ist eine Zeit, über die du nicht sprechen willst. Ja, das ist schon eine mehrmals erwähnt. Unschöne Geschichte, ja. Da haben wir, glaube ich, auch ein Foto, wie du auch in Kolumbien damals ausgesehen hast. Können wir gleich wieder einspielen. Wirklich? Haben wir da auch ein Foto? Ja, war sehr ähnlich, werden wir gleich eingespielt bekommen. Bin interessant, was das für Aufnahme ist. Ja, das ist das. Schaut sehr ähnlich aus, dem Foto, wie du in Brasilien warst. Das täuscht aber, ja.
Ja, ja. Da sind die Haare ein bisschen länger. Ja. Eine Spur länger waren sie da. Ja, aber gepflegter, muss man sagen. Gepflegter. Ja, also der Bart, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. 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 Und dein Herz schlägt also auch für Kolumbien? Schlägt. Ja, schlägt heute eher für Kolumbien, obwohl ich da die Analyse von Felix gar nicht so nachvollziehen kann. Wieso glaubst du, dass die Kolumbianer, nur wegen einem Hermes, schätzt er sich stärker ein? Ja, sicher, das ist, ist ihr bester Spieler. Ja, absolut bester Spieler. Um und auf, und den muss England dann zumindest doppelt decken, so wie bis jetzt die anderen Stars auch gedoppelt werden sozusagen. Und James ist seine Basis, seine Schusstechnik und seine Ausstrahlung kann die Kolumbianer stärken. Wenn er nicht dabei ist, sind sie sicher schwächer. Okay. Also ich bin eher bei England. Ich glaube eher, dass England weiterkommt. Harry Kane haben wir noch gar nicht erwähnt, den Superstürmer, der so vielen Teams fehlt bei dieser WM. Die Engländer haben ihn. Haben Harry Kane 5 Treffer schon gemacht, obwohl er nicht einmal jede Partie gespielt hat. Felix, kann der auch das entscheidende Momentum dazu beitragen heute? Hundertprozentig. Also es wird nur an ihm liegen, ob England weiterkommt oder nicht. Sie haben noch nebenbei diesen Nummer 7, den Lingard, der ist auch ein sehr guter Spieler. Aber der kann nur in Kombination mit Kane spielen. Und die Mannschaft weiß, dass er auch Kapitän ist, dass er der Spitzenmann ist. Und er sich natürlich auch finanziell, glaube ich, nicht verbessern will, aber sportlich verbessern will. Und wenn er hier eine super Weltmeisterschaft spielt, dann kann er durchaus, sage ich, ein Kandidat für Real oder für Paris Saint-Germain vielleicht nicht, aber für Real ein Kandidat werden. Radamel Falcao hat mich bisher ein bisschen enttäuscht bei dieser WM. Erleben wir vielleicht dessen große Explosion? Kann ich schwer sagen. Also ich finde, dass die Kolumbianer brav gespielt haben, ein gutes Kollektiv hatten. Aber ich glaube, ganz speziell jetzt im Spiel gegen England, ich glaube, dass die Engländer einfach vom Bauchgefühl her einfach das Spiel gewinnen werden. 2-0. Ich bleibe beim Tipp. 4-1, oder? Nein, das 4-1 mag ich nicht. Nein, ich tippe auch 2-0 für England. Ohne Kames bei Kolumbien. Kames mit Kolumbien muss 2 Tipps abgeben. 2-1 für Kolumbien. Ja, das geht nicht. Das geht der hängt alles auf den Kames. Ja, auf der gefällt mir. Das ist ein super Fußballer. Aber bei Real hat er sich nicht durchgesetzt. Ja, war schwierig. War sehr schwierig für ihn. Aber jetzt bei Bayern hat er eine super Saison im Frühjahr hingelegt. Und ich hoffe, er wird von Verletzungen verschont. Der macht noch seinen Weg. Der wäre super für Rapid. Aber ich nehme einen Tipp, damit wir nicht zwei machen. 3-1 für England. 3-1 für England? 3-1 für England. Also ich glaube, dass Kolumbien gewinnen wird. Oh. Und zwar, glaube ich, im Elfmeterschießen. Weil die Engländer können kein Elfmeterschießen gewinnen. Und mich haben sie bisher auch noch nicht so überzeugt. Harry Kane natürlich mit den vielen Treffern kann man jetzt schwer was sagen. Sie haben immer, finde ich, so sehr, sehr starke aber Phasen gehabt. Aber wenn Harry Kane 5 Elfmeter hintereinander schießt, dann gewinnen sie, weil der schießt super öfer. Außer der Schmeichel steht 5-mal im Tor. Genau. Dann wird es schwer. Nein, beides wird nicht passieren. Ich danke euch für die kleine Vorschau auf diesen WM-Tag. Ich hoffe, ihr werdet den ganzen Tag Zeit für Fußball haben. Es wird ein cooler WM-Tag werden und bei Krone.at versäumt ihr nichts. Wenn ihr Lust habt, es gibt auch ein Public Viewing in der Prater-Sauna. Könnt ihr in den Pool hupfen, auf einer Riesenleinwand die Spiele mitverfolgen und auch unsere Kommentare zu den Spielen dort auf der Riesenleinwand sehen. Ich wünsche euch viele Tore heute und bis später. Baba.